Gehst du aufs Kinderfest? Ich hätte gern, dass sie meinen ganzen Körper voll malen. Und ziehst dich aus. Da, wieder jetzt, guck mal, bei mir im Programm geht jetzt sukzessive so ein Balken quer durchs Programm. Ja, ich wollte mich fragen, was hast du dagegen das Wort sukzessive? Ich habe nichts dagegen. Es gab nur eine Phase, in der mir aufgefallen ist, dass du es besonders häufig betonst. So wie Kafka-esk und alles andere esk. Ich bin halt, guck mal. Du kriegst ein neues Wort. Ja? Was kriege ich Neues? Ja, was habe ich Neues? Ach Gott, jetzt geht die Scheiße los. Hallo, hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ich bin wieder voll am Start. Es ist professionell hier. Hey, wenn ich Freunde hätte, außer dir, ich würde auf jeden Fall einen professionellen Podcast aufnehmen. Okay. Ich habe sogar schon mal mit, in der Hoffnung, dass man es nicht findet, nenne ich jetzt keinen Namen, jemandem einen Bezahl-Podcast, also einen Podcast aufgenommen, für den wir Geld bekommen haben, aber der soll auf keinen Fall jemals entdeckt werden. Das ist mir so peinlich. Okay. Kennst du den noch nicht? Nee, ich glaube nicht. Oh, fürchterlich, fürchterlich. Ich würde dich auch enterben, wenn ich das kennen würde, glaube ich. Dafür müsstest du das so ja erstmal, ist egal. Über Erbe reden wir im nächsten Podcast. Na. ja. Du entdeckst ein neues Wort für dich und dann ist auf einmal, das jetzt ist, muss ist, dieses, wie, man, dieser Schatz, ja, dieser genau. Schlüssel muss jetzt in jedes Loch gesteckt werden. Nee, anders. Wenn man jetzt ein Kind ist und gerade eine Sprache lernt, beispielsweise seine eigene Muttersprache, dann, und dazu kommen wir auch noch zum Thema Muttersprache. Warum heißt es denn nicht Vater zum Beispiel Sprache? Weil es Vaterland heißt. Das ist fair aufgeteilt, wie ein Erbe. Das ist eins zu eins. Halt's Maul. Okay. Jetzt vorab gefragt, wie viel von diesen Erbwitzen nichts dürfen wir machen? Okay, dann lassen wir das. Wenn man jetzt ein Kind ist, ja? Und eine Sprache lernt, beispielsweise seine eigene. Nicht nur beispielsweise, also seine eigene. Dann, die Leute kleben an meinen Lippen, ich schwör's dir. Ja. Dann ist man doch auch so, dass man die ganzen Wörter so nachbrabbelt und so sagt, bis man sie halt sich merkt und versteht. Mhm. Und das darf man niemals vergessen. Das die gehen dann quasi sukzessive in den aktiven Wortschatz über. Genau, ja. Und ich hab irgendwann mal, hat irgendjemand sukzessive gesagt und dachte mir, was heißt denn das? Und das heißt ja irgendwie so nach und nach, ne? Aber nach und nach, komm. Ja, das sagt man ja nicht, ne? Genau, da habe ich das sukzessive ersetzt. Und das mache ich, wie du auch schon sagtest, bei ganz vielen, also auch bei diesen Esk-Geschichten. Mhm. Wobei, das ist ja eher ein Witz, ne? Weil es eh zu der Zeit kam, wo mir alle vorgeworfen haben, ich würde den Glottisschlag hassen. ja, und so, ne? Also mir darf das vorgeworfen werden. Ich finde das schon unästhetisch, klanglich. Sagst du Rührei? Bitte was? Ja, ne? Jetzt habe ich dich nämlich am Sack. Was? Ich habe Rührei verstanden, was? Was sagst du? Was, bitte? So, und damit herzlich willkommen zu unserem Sau-Cold-Opener. Mhm. Der ist so kalt, da könnte sich unser Klima mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja? Die Kälte ist nämlich alles in unseren Openern, deshalb wird es wärmer auf unser der Welt. Unser Opening ist sowas von kalt, da macht Otto ein Event drin. Ja, besser als meins, muss ich sagen. Gut, sehr gut. Punkt, ja. Punkt für dich. Danke. Arctic Warrior ist nämlich gestartet, da sind wir direkt in ein Thema, aber eigentlich will ich gar nicht in die Themen. Also ich sag's, wie es ist. Das größte Highlight diese Woche ist, dass Herr Rodes hier im Podcast ist. Ja, ach so, an alle, die es nicht mitbekommen haben, hier ist Herratz und Rohrreiniger. Finde ich gut. Den trinke ich auf Ex, wenn das jetzt hier eine halbe Stunde so weitergeht. Ey, beim Brennpunkt, es geht auch um Spaß. Das es geht auch um Spaß. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, dann müsst ihr wieder auf Tino warten. Ja. Der sagt euch dann alles, was nicht mehr geht, was verboten ist. Das ist das Gute. Ich glaube, Tinko meinte sogar mal, dass der die Podcasts mir gar nicht hört. Das heißt, ich kann beliebig viel lästern. Ja. Und geil. Das ist das Vierte Reich ausrufen und so Geschichten. Und Tino sagt dann, ja, ne, gute Podcast-Folge, ja. Genau, und der quasi steht dann dafür. Ja, wo ist ich denn Tino? Ich habe eine Breaking News. Ja, das hast du mir gesagt, aber das habe ich wieder vergessen. Ist er wahrscheinlich nicht krank. Nee. War was anderes. Ausnahmsweise ist Tino mal nicht krank. Wir verdanken deinen wundervollen Besuch hier im Podcast Tinos Aufenthalt in London. London Gap. Ah ja, okay. Der ist 4 Tage in London und macht da Dinge. Ich habe schon wieder vergessen was, aber ich glaube unter anderem ein Konzert von irgendwas. Okay, besuchen oder geben?
Nee, was? Der macht doch keine Musik. Na, der kann ja auch ein Vorlesekonzert machen und seine politischen Überzeugungen musikalisch oder nicht musikalisch vortragen. Von den ganzen Londoner. Da sagt er dann, ey, der Bernd, der ist ein Böser. Genau, zum Beispiel. Nee, ich weiß es nicht. Bei irgendeiner Band ist er auf jeden Fall auf Konzert und noch andere. Er will sich die Stadt mal angucken. Der war da noch nie. Und nicht? Nee. Boah. Selbst ich war mal in Lahnten. Lahnten. Ja. Für unsere deutschen Freunde, wir reden von der Stadt London. Ja. Ich habe eine Breaking News. Ja. Also erstmal, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, hast du mir gestern geschrieben, dass wir einen Podcast aufnehmen? Das ist so korrekt. Das heißt, ich konnte mich vorbereiten. Mhm. So, und ich habe eine Breaking News, die Deutschland zerreißen oder zusammentreiben kann. Klaus vorbereitet. Gericht erlaubt. Ei. Ist übrigens ist eine Headline aus der Tagesschau. Okay. Aber jetzt Niederlage für den Eierlikörproduzenten verboten im Streit um Markenrechte. Auch der Konkurrent Nordic darf für der Werbung einen Eislogan verwenden. So, und zwar hat der eine hatte die Wortmarke Eieiei und der andere hatte Ei. Und die haben sich gestritten und jetzt ist das endlich beigelegt. Okay, Wahnsinn. Also die dürfen beide Ei machen, ja? Genau, und zwar darf der Ei erfunden, nee, Eieiei, wichtig, ohne diesen Schlag, erfunden hat, jetzt nicht den verklagen, der das fünffache Ei mit dem Schlag, Glottisschlag macht. Also der darf das jetzt quasi immer noch machen. Okay, aber ich dachte, das war eh so eine feste Regel, dass man halt, das hatten wir ja vor 2 Wochen erst hier im Podcast, da war es natürlich Amerika, aber egal, aber so eine feste Regel, dass man gebräuchliche Wörter sowieso nicht quasi markenrechtlich sichern darf. Ja, aber also Ei ist ja ein normales Wort, weißt du? Naja, aber nicht Eieiei oder Ei. Naja, also ich kenne da einen, der hat gesagt, ich hab da sollen Bolzen und der hat immer Eieiei gesagt. Ja, wahrscheinlich, ich sag mal so, wäre dieses Gerichtsverfahren anders ausgegangen, hätte vielleicht am Ende des Tages er diesen Fall gewonnen. Hm. Möglich. Aber schön, dass du hier berichtest. Das wäre komplett an mir vorbeigegangen. Ganz toll. Ja. Ich bin durch die ganzen Meldungen der letzten Woche durchgegangen und da ist mir das aufgefallen. Ich fand das so bescheuert, das muss auf jeden Fall rein. Hm. Ich habe das auch vor 2 Wochen mal gemacht, dass ich dieses Tagesschau, was ist letzte Woche passiert, bei ChatGPT reingehauen habe und gesagt habe, sag mir mal das Relevanteste für die Welt. Und dann kam dann aber nur Kacke raus. Also wo ich, okay. Vielleicht ist in der Woche nichts ja. passiert. Aber dann kommt ja bei GPT genau das Gleiche raus wie bei mir. Wahrscheinlich. Ja. Es gab ein paar YouTube-Events, da würde ich schon mal drüber reden, ne? Ja, auf jeden Fall, der Mann von WhatsApp, hier. Das ist das allergrößte Na? Event. Wie heißt er denn nur? Na, Mr. Trashpack. Aber wer ist denn richtig? Phil weiter? Phil, oh, keine Ahnung, Alter. Okay. Also ich wusste es mal, aber Phil Laude, glaube ich. Nee, halt nicht. Ja, das ist halt YTT, ne? Ja, also, ich weiß das, ich bin YouTube. Ja. Und es ist mal wieder so, ich habe irgendwie 10, 20 Sekunden reingehört und dann so ein Philipp Betz, Alter, Philipp Betz ist es. Ja. Ja. Ja, aber er schafft es immer noch weiter als Julians Blog, bei denen klicke ich die Videos schon gar nicht mehr an, weil die so scheiße sind. Da wollte ich direkt gerade überleiten, aber lass uns ja, ganz kurz ich jetzt aber gemacht. Für Leute, die vielleicht gar nicht im Bilde sind. Ja, Mr. Trashpack kennen nicht mehr so viele, glaube ich, aber Herr Newstime kennen noch viele, ja. Herr Newstime ist das, was Mr. Trashpack früher war. Der hat die Freeman Boys groß gemacht, indem er ihnen den Fail der Woche gegeben hat in seiner wöchentlichen Nachrichtenshow über YouTube. Der ist quasi unser, ja, er ist gelaufen, damit wir rennen können mit dem Brennpunkt. Und der hat sein tolles Format WhatsApp gemacht, was ich bis heute auch einen sehr unsexy Namen finde. Und hat da immer gesagt, ja, auf YouTube ist das passiert und der neue Kanal und ganz toll. Und der macht das jetzt aber nicht mehr. Der macht jetzt auf TikTok Videos mit kuriosen Fakten und auf YouTube macht er jetzt super geile Autotune-Songs. Echt ausschließlich? Autotune ist immer, ja, aber er hat jetzt das Genre gewechselt. Ich meine, macht er ausschließlich diese Songs? Auf YouTube jetzt hast du nur noch das, ja. Okay, siehst du, selbst das hätte ich dir jetzt nicht sagen können. Ja, deswegen ist das geil. Und da hat er sich wahrscheinlich von Julians Blog inspirieren lassen, denn wie du schon richtig gesagt hast, der hat ein ähnliches Verfahren. Der macht seit, ich glaube, 10, 12 Wochen jeden Sonntag nachts um 12 haut er ein neues Lied raus. Es ist immer nicht wieder die gleiche. Ich glaube, es ist so. Ja, ich halte nicht die Hand. Auf jeden Fall so, dass er in diesen Wochenmix von Spotify reinkommen könnte. Ah, na dann. Egal, auf jeden Fall.
haut ja immer wieder die gleiche Scheiße raus, ne? Die Leute sagen mittlerweile, oh, das hat sich echt verbessert, aber für das mich... Das fand ich so komisch. Für mich ist es halt immer noch die gleiche Scheiße. Die ersten Videos fand ich wirklich noch lächerlich schlecht, weil er da so auch so völlig unüberzeugt von seinen Texten die Lippen kaum bewegt hat und so. Das war wirklich, wirklich bad, aber für mich ist trotzdem das alles eine Wichse. Es ist halt dieses typische, ich bin der Krasseste, ihr seid scheiße. Ja. Und dann kommt das was mir so wehtut, ist irgendwie, also klar, also du beschreibst ja gern diese Reim-Assonanz-Sache, ist bei ihm komplett schlimm. Und es ist immer dieses Schema von Line, Line, Reim, Reim, nächstes Thema. Und hat irgendwie gefühlt nichts miteinander zu tun. Ja, ja, ja. Währenddessen er jetzt, ich habe mir das letzte, jetzt belüge ich mich selber, das letzte habe ich mir wieder angeguckt. Da haben aber viele halt geschrieben, dass es jetzt viel besser ist. Ich merke genau, da halt keinen krassen Unterschied. Genau, das meinte ich. Da steht da jetzt vor irgendeiner Brücke. Also es ist tagsüber, da dachte ich, ey, das scheint neues Konzept zu sein. Das gucke ich mir mal an. Vorher stand er immer nur in irgendeiner dunklen Gasse. Das wurde halt alles in einer Nacht gedreht. Wahrscheinlich. Also das hat einer drunter geschrieben. Einer schreibt irgendwie unter jedes Video, ja, wir haben das Mitte Januar alles an einem Stück gedreht und bald kommt die große Aufklärung und er hat so die Szene gefickt und irgendwie so eine Scheiße. Vielleicht ist ja, es auch Bullshit. Ja, das ist wie der Film Victoria. Das wird dann am Ende alles als ein einziges ungeschnittenes Video hochgeladen. Geil. Du musst den noch kennen, wir haben den zusammen geguckt. Ja, ich kenne den auch. Ist ein guter Film. Guter deutscher Film. Weil die so wenig Deutsch sprechen. Stimmt, 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 stimmt. Das spielt ja sogar damit, dass das Deutsche sind, die kein Deutsch sprechen. Ja. Also, ja, die halt Englisch sprechen. Und es gibt einen Schauspieler, der so traditionell da drin ist und der fällt so richtig auf. Das ist ein richtig typischer Theaterschauspieler plötzlich. Der Bösewicht. Naja, der egal. Bösewicht. Okay, ja, der dann in dieser... Also ich will jetzt gar nicht den Film spoilern. Schön. Ja, guckt ihn euch an, ist gut, ist gut. Ja, lohnt auf jeden Fall. Ist auch kurzweilig, finde ich. Ja. Ja, und Julians Blog kennt man, falls den wirklich auch jetzt keiner kennt, von diesen krassen Turnieren, ja, was eigentlich auch krass ist, weil eigentlich hat er damals ja eigene Videos gemacht und irgendwann hat er angefangen, einfach nur fremden Content hochzuladen und dafür ist er bekannt mittlerweile. Da gibt es auch unter anderem diesen G-Butters oder wie die heißen, die da irgendwie zur Bekanntheit gekommen sind. Und jetzt will er selber Musik machen und er wurde lange Zeit nur belächelt und da hat er sich gedacht, jetzt hau ich so lange Videos raus, bis die Leute sich denken, oh... Na komm. Na jetzt will er selber Musik machen, stimmt ja nicht hundertprozentig. Man denke an sein geiles Analyse. Ja, hat er schon mal gemacht. Ich hoffe, das haben alle wieder vergessen. 11. September. Kreuz im Kalender. Es ist. Vor allem, er meinte dann auch, es tut ihm, nicht, das tut ihm leid, sondern der schämt sich dafür. Ich glaube, wenn der auf die Videos von heute zurückguckt in 2 Jahren, wird er auch wieder sagen, boah, das ist eine Scheiße. Maybe. Der irgendwie, weiß ich nicht. Also man kann natürlich auch sagen, der Schiri muss nicht Fußball spielen können, ne? Wenn man bedenkt, dass der halt den Scheiß mal bewertet hat. Ja. Insofern will ich das gar nicht sagen. Aber Bekanntschaft hat er ja auch erreicht durch diese Julian vs. Bild und Julian kommentiert Kommentare und sagt, wie man die Frau irgendwie zum Bimsen bewegt und so weiter. Spuck's aus. Und Seelsorge. Seelsorge, ich erinnere mich. Das fand ich ganz schlimm. Ja, er hat nämlich in irgendeinem Song hat er gerappt, dass er nur noch eine neue Seelsorge macht, wenn Netflix anfragt. Der hat Höhe, der Mann. Ich glaube, der hat Höhe, weil der Abi hat, ja. Mhm. Hat der Abi? Ich weiß es nicht. Ist mir doch scheißegal. Na so, gut. Phils Lied haben wir. Naja, aber hört da mal alle rein. Also ich werde euch nichts in die Playlist packen, weil Tino nicht da ist, aber hört mal schön rein bei Trashman, Ich Bin. Hast du dann gar nicht bis zum Chorus gehört? Der singt, ich bin introvertiert. Ich bin introvertiert. Und dann trinkt er nämlich ein Bier und dann wird er extrovertiert am Ende. Aber er trägt die Feier. Den ersten Refrain habe ich, glaube ich, sogar noch gehört. Also sag mir was du gerade erklärst. Es waren irgendwie so 4 Reime, die er immer wiederholt hat. Aber ohne Spaß, also der letzte Gedanke dazu, weil es wirklich witzig ist, dass das parallel ist bei den beiden, Trashpack und Julian. Die Anfangssongs waren halt wirklich scheiße, ja. Und dadurch, dass Trashman jetzt von seinem scheiß Trap oder was das war zu Punkrock gegangen ist, aber mit Autotune, fühlt sich's halt für mich besser an, obwohl es immer noch natürlich scheiße ist. Und genauso ist es bei Julian auch. Die ersten Songs waren halt richtig Dreck und jetzt ist es, okay. Naja, vielleicht ist das wirklich so eine Theorie. Dreck. Aber wenn man das so ein bisschen so wenn das so schlecht wäre, dass man es in die Marvin Wassen, Mario Fan 888 Richtung wenigstens pushen könnte, aber das ist ja auch nicht so. Nee. Das ist auch zu
unfrei. Also es versucht so sehr gut zu sein, als dass man zumindest das witzig finden könnte. Hm. Naja, egal. Es gibt ja noch andere Influencer, die ganz, ganz toll waren diese Woche. Ich weiß nicht, wie viel du davon alles mitbekommen hast mit Etienne und Simon. Ja, habe ich hier stehen. Geil, weil der Simon hat sich mein Etienne in Real Life Video angeschaut diese Woche im Stream und hat sehr viel gelacht. Also es war wirklich eine geile Reaktion. Und das fand er auch an sich alles so geil, dass er das separat nochmal auf YouTube hochgeladen hat, auf seinem quasi Highlight-Kanal. Hat das dann auf Twitter gepostet, hat dort Etienne verlinkt und das war dann nur wenige Stunden online und dann wurde sowohl der Tweet gelöscht, als auch das Video erst auf nicht gelistet und später am Abend dann noch auf privat gestellt. Denn, und ich habe mit Simon persönlich geschrieben, der Etienne fand es leider gar nicht witzig. Sehr schade. Also, ja, aber warum nimmt er das dann runter? Na, weil die Freunde sind und ich weiß nicht, was Etienne sich da für einen Schaden erhofft oder erhofft, ist vielleicht falsch formuliert, aber zusammenspinnt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er das mit seinem Sohn scheiße findet, dass ich das mit reingenommen habe. Ansonsten, das Ding ist halt, dass Etienne auch immer einer von denen war, die so die Fahne hochhalten, ne? Comedy darf alles und so. Und da muss man mal eine dicke Haut haben und so Geschichten. Meine Sorge ist halt, dass er dich für eine Fame-Hure hält, die halt, weiß ich nicht, um irgendwie verzweifelt Klicks zu bekommen, irgendwie jährlich auf diese Bühne da steigt. Ohne Erfolg. Ja. Also, das kann ich mir halt vorstellen, weil es gibt ja diese Leute, die immer irgendwie approachen und meinen, ja und bla und hahaha, guck mal, was ich hier Lustiges habe, kommen in der Hoffnung, irgendwie Reichweite zu gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass er das halt noch in dir sieht, so. Dass jemand das irgendwie nicht sieht. Das ist ja auch, also, inwiefern bringt das was? Da gibt es 1000 Bühnen, die mehr bringen würden, glaube ich. Ja, aber trotzdem kann es ja sein, weißt du? Ja. Also, nächste Gamescom, großes Entschuldigungsbanner. Etienne, sorry, tut mir leid. Ich nehme deinen Jonathan nicht mehr in den Mund. Schwitz. Weiß ich nicht, vielleicht wäre ein klärendes Gespräch irgendwie voll sinnvoll. Es wäre ja witzig, wenn mal eine koordinierte Aktion stattfände, aber das... Ich habe auch dazu geschrieben in die Nachricht an Simon, dass wenn es irgendwie einen Part in dem Video gibt, der gar nicht geht, dass man ja darüber reden kann. So, ja? Man könnte ja hinterher irgendwie so 10 Sekunden rausschneiden oder sowas, wäre ja kein Ding. Das geht ja mittlerweile auf YouTube. Aber ich glaube, da lässt er nicht mit sich reden. Der findet es einfach uncool. Ich glaube auch, ganz ehrlich, weil Simon hat am Anfang noch so gesagt, warum macht das keiner über mich, wenn man das über ihn machen würde. Ich glaube, das findet man nicht so geil, wie man sich es vielleicht vorstellt. Oder die meisten. Ich glaube, ich fände es trotzdem lustig, wenn das über mich vielleicht jemand machen würde. Aber ich glaube, die meisten finden es eher dissend als irgendwie witzig. Na, je nachdem, wie lustig das halt ist. Also es gibt ich kann es ja auch noch von mir sagen, selbstironisch. Also manchmal finde ich es richtig witzig, wenn Leute Sachen hervorheben, die mir selbst nicht so auffallen. Aber wenn jetzt einer kommt mit, ich war auf der Waldorfschule, guck mal, wie lustig ich tanzen kann, das ist halt nicht witzig so. Davon hängt es halt viel mehr ab, als die Frage, macht jemand Witze auf meine Kosten? Ja, ich glaube halt, das Problem ist auch, dass Etienne halt so sein Image als dieser grumpy Typ hat. Wenn jetzt natürlich jemand nachgemacht wird, der irgendwie super wholesome ist und alle, hey, na, alles ist supi, dann ist das ja kein Diss. Ne? Ja. Aber wenn man so eine negative Einstellungen überzieht, dann ist es halt eher ein Diss. Beispiel, Peter Lustig hat sich ja nicht bei dir beschwert. Genau. Sehr gut. Dumm. Ja. So. Die, was jetzt gestern gemeldet wurde, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Da gibt es jetzt einen Entwurf für. Unter anderem war ja die Frage, wie ist das? Können dann Leute, die, weiß ich nicht, gelesene Männer sind, sagt man das so, in Frauentoiletten rein? B-lesende Männer. Wenn die schlau sind, sind die B-lesen. Männlich belesene Männer, ja. Das ist ganz wichtig, ne? Das sind ja auch meistens die alten, weißen, belesenen Cis-Männer, die in den Vorständen sitzen. Ja. Und die Unbelesenen, die fallen komplett hinten runter. So. Ja, ist halt echt schlimm. Ich finde, da sollte man mal ein Fass aufmachen, dass immer nur die belesenen Leute einen akademischen Abschluss kriegen. Ja. Der Otto Normalverbraucher bleibt da hinten, fällt hinten runter und ist traurig. Abi so, und jetzt für alle. Will ich euch. Jetzt würde mich mal das Argument interessieren. Man darf von Mann zur Frau wechseln. Davon ist das okay, wenn man das so sagt? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, sagt, wie man es richtig sagt. Aber man darf dann trotzdem noch eingezogen werden, falls der Verteidigungsfall eintritt. Ist das so? Steht das da drin? Ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Jawohl. Und das finde ich ja sehr makaber. Aber Frauen dürfen quasi nicht eingezogen werden, oder wie?
Aktuell ist es nicht so. Okay. Aktuell haben wir auch keinen Verteidigungsfall. Hoffentlich bleibt es so. Aber mich würde mal interessieren. Warte mal. Was wäre, wenn? Oder was wäre, wenn Wehrpflicht wiederkommt? Ich wollte gerade sagen, was heißt denn eingezogen werden? Können da auch Leute eingezogen werden wie ich, die gar kein Dings gemacht haben? Robin, das findet, und jetzt sage ich dir aber was, glaube ich, sukzessive statt. Ne? Na, das also erst, wenn, klar, erst kommen die festen Armeeleute, genau. Aber also am Ende sagen sie dann auch, okay, die Vierjährigen jetzt auch an die Front, oder wo ist die Grenze? Ich glaube, bevor man Vierjährige an die Front, also wir haben es ja gesehen im Zweiten Weltkrieg, da sind sie auch bis 16 Jahre und so weiter. Und Zweiter Weltkrieg war in Deutschland eine gewisse Ausnahmesituation, glaube ich. Ich glaube, jeder Krieg in Deutschland ist eine gewisse Ausnahmesituation. Ja, aber ich meine, wenn in der jetzigen Regierungsform Deutschland ein Krieg ausbricht, ist vielleicht was anderes als unter Hitler. Naja, kommt drauf an, also... Wie wäre das Szenario? Also die müssten ja an der Grenze schon fast sein. So, die NATO müsste irgendwie so voll geschwächt sein, bis es so weit kommt. Ne? Das ist deshalb total hypothetisch. Das wird hoffentlich nicht passieren. Bitte zitiert mich nicht, wenn es so weit ist. Ne? Also es wird nicht... Ich sag nicht, dass es nicht passieren wird, aber sieht aktuell zumindest nicht danach aus. Aber es ist halt so eine Was-wäre-wenn-Frage. Ne? Ja, und ich kann aber dir sagen, was wäre, wenn. Aber klar, man würde ganz normal alle über 18 und unter, weiß ich nicht, 60-Jährigen erstmal einziehen. Und wenn dann die alle tot sind, nimmt man die unter 18 und über 60-Jährigen. Geil. Ja, ich sag dir, was wäre. Ich würde da nicht hingehen. Ich würde sagen, nee. Also, ja. Da würde ich lieber sonst, also Fahnenflucht, da habe ich gar kein Problem mit. Habe ich hier bestimmt auch schon irgendwann mal gesagt. Aber also, klar ist natürlich mit irgendwie Familie da haben, ist natürlich so ein Ding. Aber für meinen Grund und Boden zu sterben, da würde mir der Arsch für fehlen. Ich verstehe, dass du kein Interesse daran hast zu sterben, da bist du mit sicherlich auch nicht der Einzige. Nur nee, ich meine, dem Staat ich meine, wird da schon was einfallen im Ernstfall, das ist halt die Sache. So, die wollen ja alle nicht sterben. Das ist richtig. Also entweder haust du halt weit weg ab, also ja. Wirklich ganz weit weg, also im Sinne von Europol findet dich nicht weit weg. Die wollen Europol nach mir schicken, weil ich da ein Kriegsverweigerer bin. Nach jedem. Na, stell dir doch mal das Hardcore-Szenario, also das geht jetzt auch komplett hypothetisch, ne? Aber was wäre denn im Ernstfall? Natürlich würden sehr, sehr viele auf die Idee kommen, ich hau ab. Ja. Und das ist ja nicht im Interesse des kriegsführenden Staates. Aber das machen, also entweder sagen machen die ja okay, in allen Staaten, das ist ja das Gute, das gleicht sich ja wieder aus. Ach so. Na nicht. Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, nur wohin, ne? Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Frankreich gehst, ja, das kommt schon raus, ne? Da sagt der Macron dann, guck mal, hier ist der Schlingel. Und da kommt dann wirklich SWAT-Team durchs Fenster. Der wird dann sagen, wir haben hier so und so viele Grenzgänger. Alter, das geht jetzt komplett viel zu weit. Also, Alter, das ist so hypothetisch. Wir können dir gerade absolut Bilder malen, die auch absolut nicht sein können. Okay. Naja, ich wollte nur dafür, also meine Liebsten verteidigen, ne? Das sehe ich schon, wenn der Kevin aus Weimar West kommt, dass ich den umpoche, wenn der meinen Liebsten was will. Aber zu sagen, ey, das ist ja mein Land, da habe ich null, also null Bezug zu. Ja, aber das Ding ist, habe ich keinen Bock darüber zu reden. Okay, aber dann machen wir es nicht. Wenn jetzt also die Leute, die jetzt zum Beispiel, reden wir über Butscha, also ist jetzt lange her, aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Mhm. Und diese Leute kommen jetzt nach Weimar, so. Mhm. Und da sind deine Schwester, deine Freundin, deine Mutter. Willst du da als Einziger abhauen? Ich weiß nicht, also ich könnte damit nicht so gut leben. Na, dann würde ich denen sagen, kommt mit, keine Ahnung. Ja, genau. Und was ist, wenn, so, und das ist jetzt, also wenn alle fliehen, okay, ne? Im Partybus. Aber wie gesagt, das hat jetzt so wenig mit der Woche und dem Brennpunkt zu tun. Können wir bitte aufhören? Mach schöne Klassenfahrt, Alter. Wir flüchten vor den Butcher-Killern. Machen unterwegs eine Hotbox an, treffen uns in Amsterdam. Alles ist cool. Ja, ich bin mir sicher, wenn der Russe an der deutschen Grenze steht, dass dann Amsterdam absolut sicher ist. Es ging nur um die Hotbox. Es könnte sein, ist egal. Das sind Geschichten aus dem Leben. Nochmal, wenn ich jetzt sage, der Russe, es ist so hypothetisch, hört bitte auf. Okay. Ich rede mich nämlich die Russe in Olja. Ich rede mich hier um Arsch und Hosenbund. Arsch und Eimer. Okay, dann kommen wir doch einfach zum nächsten Thema. Denn Etienne und Simon waren tatsächlich an dem Tag unterwegs. Also wann haben die? Vorgestern. Nee, warte, war das gestern oder vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Da waren die zusammen unterwegs, deswegen haben die... wahrscheinlich auch so schnell miteinander kommuniziert, als was das anging. Die waren nämlich beim ersten offiziellen Influencer-Dart-Weltmeisterschaftsturnier. Und da stelle ich mir die Frage, wann ist das erste offizielle Influencer-Skate-Turnier? Ja,
Wäre auch mal an der Zeit. Aber nein, ich möchte das auf jeden Fall hier erwähnen, weil das war ein großes Event. Das lief auf dem Twitch-Kanal von Hand of Blood. Das war hauptsächlich in der Berliner Szene, aber es waren auch ein paar außerhalb dabei. Da waren halt auch David dabei und Fabian, die kennst du. Echt? Warum habe ich das nicht gesehen? Weiß ich nicht. Ich hab's halt nicht in die Oase gepostet. Na, aber ich hätte gern David, ne? Beim Darten zugeguckt. Es ist halt Dart. Also ich weiß nicht, wie spektakulär du Dart findest, ich nicht so sehr. Aber also wenn da eine Dartscheibe ist, dann spiele ich das mit. Aber okay, ja. Wenn da eine Frau ist, ja, ist egal. Sag. Na, das ist halt dieses, wenn du die Möglichkeit hast, ein Loch mitzunehmen, dann macht man das halt. So hast du jetzt über Dart geredet. Egal, jetzt hör auf. So. Ich gehe jetzt mal auf Twitch und gucke, was die Gesamtaufrufzahlen sind. Ja, lass erstmal eine Runde Twitch gucken. Wir können ja die Aufnahme so lange laufen lassen. Ja. Nein, es haben nämlich... Boah, da ist eine, die spielt ein Spiel. Geil. Es haben regelmäßig um die 40.000 Zuschauer zugeschaut. Aber das sind ja nicht die Gesamtzahlen. Das war schon ein Event. Dafür, dass es halt eben nur Dart war. Ich bin Samstag online, was? Okay, das Video ist gelöscht. Asozial, man sieht die Aufrufzahlen nicht. Schade, aber das waren bestimmt viele. 500.000 bestimmt easy. Und was war so das, Prämisse darum? Also warum spielen alle Dart? Nein, einfach so? Ein Turnierbaum, Zweierteams, David mit Fabian, Simon mit Etienne und so weiter. Und am Ende gibt es halt einen Gewinner. Warum Dart? Gab es einen Sponsor oder war das irgendein Spendenscheiß es wieder? Es gab auch einen Sponsor, aber das war halt, keine Ahnung, wahrscheinlich das, was sie am ehesten aufziehen wollten. Ich möchte das ja auch unbedingt mit reinnehmen, weil ich ja seit so vielen Jahren sage, dass eine YouTuber hier Olympische Spiele-Veranstaltung sehr, sehr gut ankommen würden. Mhm. Ja? Aber da wäre dann Skaten auch quasi mit dabei. Mittlerweile wäre Skaten auch dabei. Oder halt, ne, wie früher Sportfest war, nur halt mit YouTubern. Das stelle ich mir übelst geil vor. Aber ich habe halt nicht die Reichweite, um da die Leute für ranzuholen. Deswegen habe ich mich da nie drum gekümmert. Wo man sich dann auch so schminken lassen kann als Tiger. Das war bei euren Sportfesten vielleicht. Ich glaube, das hatten wir nicht. Vielleicht vermische ich das einfach mit irgendeinem Kinderfest. Ich weiß, ich bin mir sicher, ja doch. In der Grundschule war das vielleicht noch so, ja. Aber da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob das komisch kommt, wenn du auf ein Kinderfest gehst und so in diesen Schminkstand gehst und sagst, ich wäre gern Schmetterling oder so. Ja. Ich glaube, die sagen da nichts, oder? Nö. Die seien das halt eine Schlange von Kindern, die auch gern Schmetterling wären. Hast du das als Kind gemacht? Ich hatte mal so einen Löwen im Gesicht, das weiß ich ja. Also warst du der Löwe oder hast du einen Löwen im Gesicht? Mir wurde das in das Gesicht reingeschminkt. Oder was willst du, was? Also dass dein Gesicht ein Löwe ist. Ich habe niemanden geschminkt. Das ist unmännlich. Zum Fick. Antwort auf meine Frage. Hattest du einen Löwen im Gesicht oder war dein Gesicht ein Löwengesicht? Was ist denn der Unterschied? Na, ob du jetzt einen Löwen in dein Gesicht malst? Ach, so ein Ganzkörperlöwen, wie dumm ist das denn? Was ist denn ein Ganzkörperlöwe? Hä? Hat er deinen ganzen Körper als Löwe bemalt? Was ist denn nein, da los? Nein, ich das ist ja keine Schminke. Mein Gesicht, eine Leinwand für einen Löwen-Ganzkörperdarstellung. Ah. Das halt nicht, weil das dumm ist. Gehst du aufs Kinderfest? Ich hätte gern, dass sie meinen ganzen Körper voll malen. Und ziehst dich aus. Bitte eine große Mähne auf meinen Schwanz. Warum denn die Mähne? Das ist doch Käse. Die kommt da doch gar nicht hin. Auf meinem Schwanz ist kein Käse. Und Timon und Pumba malen mir ans Arschloch. Egal. Du denkst wieder an Ganzkörperlöwen. Ach, ist egal. Was ist das hier gerade? Ja, ich habe hier nämlich eine News. Und zwar... 500, also andersrum. Ein Gericht in den 005. Hat einem Mann was? Egal. Ein Gericht in den Niederlanden hat einem Mann untersagt, weiterhin seinen Samen zu spenden. Warum? Okay. Gibst du mir jetzt wie Tino drei Möglichkeiten oder einfach nur boah, so? Boah, dann machen wir es so. Du machst erst die nächste Meldung, ich denke mir drei Möglichkeiten aus. Ich kann auch einfach so ins Blaue raten. Der Typ hatte entweder immer nur behinderte Kinder gemacht damit. Ja. Oder er hat zu gute Kinder gemacht, ja. Da kamen alles nur so Herrenrassenleute raus, blaue Augen, blondes Haar. Oh, weia, ja. Oder der hat halt eine Geschlechtskrankheit oder HIV-positiv, irgend sowas. Okay, welche der drei ist es? Ist es wirklich eine davon? Nö. Toll. Dann sage ich die behinderten Kinder natürlich.
550 Kinder sind mehr als genug. Ein Gericht in den Niederlanden hat einem Mann untersagt, weiterhin seinen Samen zu spenden. Der Mann hat mindestens 550 Kinder gezeugt, die nichts von ihren Halbgeschwistern wissen. Das erhöht die Inzestgefahr. Ah, witzig. Weiter habe ich nicht gelesen, aber die Headline fand ich gut. Doch, das ist witzig. Ob der Unterhalt zahlt? Vergiss es. Hä, hey, musst du da auch nicht. Also, du Samenspende, da ist doch, bist du doch fein raus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das wäre schon Quatsch. Bin ich nicht drin in dem Thema, aber ich halte es auch für Quatsch. Aber es gibt ja viele Regelungen, die Quatsch sind. Hm. Aber der sicherlich nicht, weil, Alter, angenommen, du unterstützt ein Kind nur mit 100 Euro. Das ist viel, ja. So. Kannst du selbst jetzt rechnen. Mach ich. 500.000 Euro. Korrekt. Absolut korrekt. Geil. So, jetzt kannst du wieder eine Headline vorlesen. Ich sag dir eine Headline. Bist du schon richtig gespannt auf die Präsidentschaftswahl 2024? Ach du Robin, ich bin noch gar nicht richtig in Präsidentschaftswahlstimmung. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ich kann dir sagen, wir kriegen das Electric Boogaloo, das spektakulärste Event aller Zeiten. Trump vs. Biden 2. Ist das jetzt fest, ja? Naja, es ist natürlich nicht 100% fest, weil die ja noch Vorwahlen haben und da könnte ja sich noch jemand anderes herausstellen. Aber aktuell, Biden hat angekündigt, obwohl er es nicht machen wollte, dass er jetzt einen zweiten Run macht, weil Trump auch der immer noch potenziell Beste ist auf der anderen Seite. Und es ist einfach so dumm, Alter. Es ist alles, die sind dann über 80, falls, also jeder von Biden, falls sie ins Amt kommen. Biden ist 86, wenn er seine neue Wahl gewinnt und dann halt quasi beendet. Der geht mit 86 dann aus der zweiten Tour raus. Das ist wirklich ganz toll. Also, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Hat natürlich Nachteile. Ich frag mich nur halt, hat sonst keiner Bock da drauf oder sind die alle scheiße? Naja, eine Mischung. Also es gibt natürlich viele Leute, die Bock haben, aber wenn der amtierende Präsident sagt, ich mach's nochmal, hast du eh schlechte Karten. Außer der ist halt ganz unten durch. Und ja, das Ding ist halt, dass er Biden schon mal gegen Trump gewonnen hat und das ist halt einfach ein gutes Argument, sag ich mal. Ja? Zu sagen, okay, also so ein Bernie Sanders, der hat jetzt auch direkt gesagt, okay, ich trete nicht nochmal an, ich supporte direkt Biden. Ah, es ist alles dumm. Aber ich will es auch gar nicht zu lang machen. Ich wollte nur mal sagen, wie spektakulär das ist, dass wir einfach alle 4 Jahre wieder hier das gleiche Event bekommen. Wie war das Rieseneinlauf gegen Kacke-Sandwich, ne? So ungefähr. Aber Biden ist ein bisschen besser, als ich erwartet hätte. Ist okay, aber der ist natürlich trotzdem ein bisschen alter Mann halt einfach. Ich hoffe, du wirst berichten, weil es ist ja halt tatsächlich so, ich persönlich verlasse mich da komplett auf dich, was das angeht, weil ich, nein, nicht, weil, also vielleicht auch, weil du irgendwie gut bist, aber auch, weil ich so andere Quellen nicht nutze und nicht habe, so. Schön. Also was man halt, ja, du bist halt so das Erstbeste. Ja, danke. Hab Fahnen verloren. Lies die nächste Headline oder mach die ich Headline weiter. Ich kann dazu noch was sagen. Wir können auch kurz noch in Amerika bleiben, weil gibt es noch ein paar andere Sachen, die ganz witzig sind. Stephen Crowder, was ich auch krass finde, auch kennen, ja. Den Stephen Crowder. In den Brennpunkten sagst du immer, jetzt sind wir so ernst geworden und jetzt ist wieder Amerika-Segment, lass das mal kurz machen. Nein, die Leute wollen das gerne hören, also bleib gerne in Amerika. Bist du die Leute? Ich bin die Stichprobe. Ah, okay. Und Studien nutzen Stichproben, also muss das repräsentativ sein. Okay. Ja, kennst du Stephen Crowder? Sagt dir der Name erstmal was? Der Stephen Crowder ist ja dieser Online-Journalist, ne? Würde er sich selber tatsächlich, glaube ich, wirklich bezeichnen, ja. Ja, sehe ich halt auch so, weil ich bin für ihn. Also der hat jetzt halt Mist gebaut, aber ich bin trotzdem noch für ihn. Okay. Du kennst ihn garantiert von einem Meme. Der sitzt da vor so einem, also hinter einem Tisch und da drauf steht Change My Mind. Kennst du das? Ja, und trinkt irgendwas. Genau. Der ist nämlich damals an Unicampusse, Campii. An Unicampinos ist er damals gegangen. Mhm. Mit seinen, weiß ich nicht, damals schon 40 Jahren, hat den ganzen 20-Jährigen dann gesagt, wie dumm sie alle sind quasi. Und hat dann damit den. Das ist nicht leicht. Ja. Nee, also ein paar Sachen waren dabei, da kann man auf jeden Fall drüber reden, aber halt dieses Abortion ist Murder, Change My Mind und so. Das ist halt für mich ein bisschen Braindead. Na, ist er denn offen für Diskussion? Weil diese Position gibt's ja. Das Ding ist, er sagt, er ist offen für Diskussion, aber du merkst schon, dass er
sein Ziel ist es schon, jemanden zu finden, der ein leichtes Opfer ist, um den dann mit besonders viel schnellem Reden in Grund und Boden zu labern, weißt du? Solche Leute, ja. Aber die ein oder andere interessante Situation ist da bestimmt schon entstanden. Ich habe nicht so viele Videos davon gesehen. Aber damit ist er berühmt geworden und der ist halt wirklich mittlerweile ein großes Tier, hat super viel Geld. Dazu, also der ist halt wirklich so ein richtig krasser Showhost jetzt mittlerweile geworden und die hängen da alle zusammen. Was ich nicht verstehe, wenn man Diskussionen sucht, um Recht zu behalten. Ja. Wofür ist das denn bitte gut? Also es sei denn, man möchte eine Position und möchte dafür Leute überzeugen. Das ist die eine Sache. Aber eine Diskussion finde ich doch im Allgemeinen auch schlauer hervorzugehen. Ja. Insofern gehe ich da immer ran mit, ich hinterfrage meine Position und halte sie für sehr angreifbar. Greif sie bitte an, damit ich ja, lerne. Genau diese ganze Prämisse wäre es ja eigentlich, wenn er schon sagt, change my mind, aber ja. I don't want my mind to be changed, wäre eigentlich egal. Der ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding, zusammen mit dem anderen hier, den ich auch schon öfter erwähnt habe, Ben Shapiro, der gesagt hat, die Wet-Ass-Pussy ist ungesund, meine Frau hat das gesagt, wenn Pussys wet sind, ist das gefährlich. Ja. Und Tucker Carlson hängt da auch so ein bisschen mit drin. Der wurde auch gefeuert von Fox News diese Woche. Ist richtig was passiert in dieser Sphäre. Aber der war der krasseste. Ich kann dir das Video auch mal schicken, wenn du dich dafür interessierst. Der hat nämlich sich von seiner Frau getrennt und es ist so ein Video geleakt, wie er auf dem Stuhl sitzt. Seine hochschwangere Frau kommt rein und fragt, ob sie das Auto haben darf, um für ihn seine Einkäufe zu machen. Und er disst sie übelst, macht sie übelst zur Sau, dass sie ihn so einschränkt, weil sie haben aus irgendeinem Grund nur ein Auto. Wahrscheinlich damit er sie besser kontrollieren kann oder so. Wenn du jetzt das Auto nimmst, was ist, wenn ich dann spontan entscheide, ich will mich mit Freunden treffen, dann kann ich das nicht. Du engst mich so ein, ich bin so unflexibel. Es ist richtig unangenehm. Und sie steht halt da schwanger und fragt, kann ich das Auto haben, um deine Einkäufe zu holen, das, was du haben willst. Und er sitzt die ganze Zeit nur so da. Und das ist halt einer von potenziell noch viel mehr Leaks, die da kommen. Die haben sich getrennt mittlerweile und da gibt es so einen riesen Shitstorm gerade in dieser Sphäre. Gibt es noch diese Candace Owens, das ist so eine schwarze Konservative, die sagt, hier, es hat auch ganz schwierige Meinungen, sag ich mal. Und die waren gegenseitig, ich glaube, der eine ist der Chef vom anderen, ich weiß gerade nicht, wie rum es war. Und da ist so ein richtig krasser Shitstorm entstanden. Aber das Video war für mich das Interessanteste, weil das wirklich richtig unangenehm ist, Alter. Diese hochschwangere Frau da. Ja. Gibt's solche Leute, aber Alter, zwei Autos für zwei Personen, das finde ich auch ein bisschen krass. Nee, sie haben ja nur ein Auto. Ja, weil du sagst, du kritisierst, dass sie nur ein Auto haben. Naja, erstens ist das in Amerika ganz normal. Ich weiß. Boah, ich sag nie wieder was, ne? Okay. Und zweitens, wie gesagt, ist der sehr reich. Ja, egal. Da kann man ruhig mal ganz viele SUVs haben, die ganz viel CO2 rausmachen, Robin. Ja. Sollte man nicht, aber es verwundert mich nur. Okay. Mann. Mit dir rede ich nicht mehr. Okay, dann schweigen wir jetzt noch die letzten 23 Minuten. Schweigen kann man auch mitatmen. Ich kann aber Luft ganz lange anhalten, dafür, dass meine Lunge so kaputt ist. Klasse. Habe ich schon erzählt, dass ich diese Woche eine OP hatte? Das wollte ich nämlich wissen. Du hattest die Woche eine OP, weil an deinem Ellenbogen eine Nase gewachsen hat. Das ist jetzt hingegen aber eine Vagina. Richtig. Ich weiß nicht, ob du die Gore-Warnung wahrgenommen hast und das Foto nicht angeschaut hast von meiner Schlerzwunde da. Ey, oder ohne Scheiß, wenn da zweimal steht Gore-Warnung, wer sagt denn dann, boah, dann scroll ich drüber. Noch alle, boah, will ich sehen. Naja, weiß ich nicht. Ich hab's zur Sicherheit gemacht. Also, was ich sagen wollte, es ist wesentlich. Wie soll man dran vorbeiscrollen, ohne an dem Bild halt vorbeizuscrollen? Na, auf diesem kleinen Pfeil so rechts unten, so runter, zack. Aber dann verpasst man. Ah, und wenn man dann wieder hochscrollt, um die Nachrichten nachzuholen, hat man die beiden Gore-Warnungen. Okay, clever. Clever. Mich würde interessieren, bei wie viel Prozent der Leuten das geklappt hat. Ja. In der Oase, die man für $3 einkaufen kann. Man kauft die nicht ein, man supportet Nosferatu TV und als Dankeschön bekommt man Zugang zu dieser, wo ich regelmäßig jeden Tag mit dir auch ganz viel Schabernack und ganz Schreiben und Shitposts. Und Blackout Poetry Fakten ist dort entstanden. Das ist eine ganz tolle Instagram-Seite. Dein Arm, der ist plötzlich dick geworden. Und da kam dann Blut raus und ein paar Tage später kam dann nur noch geronnenes Blut raus und da meinte der, sieht gut aus, müssen wir aber operieren. Ja, genau.
Also es war richtig eklig, jetzt nach der OP das abzuziehen, weil das so richtig mit diesem geronnenen schwarzen Blut da so verklebt war. Das war wirklich das abartig. Das abzuziehen? Was hast du denn abgezogen für den Scheiße? Den Verband. Ich war ja zur Nachkontrolle gestern. Also ich als Fan, ja, der jetzt nichts weiß, ich gucke jetzt den Brennpunkt und höre, da war so ein Arm. Also offenbar wurde der dann operiert, dann hast du eine Schiene dran gekriegt. Richtig. Der wurde operiert, da hat der Chirurg gesagt, das habe ich geschnitten wie ein Heichelheimer Kloß. Das ist ja geil. Heichelheim, links die Wolle. Lieb ich, sehr schön. Ja, allerdings hat er auch irgendwie während der OP das Fenster aufgemacht, was ich erstmal ungewöhnlich finde. Außerdem hat er noch gesagt, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Und, jetzt mir fast ins Handgelenk gerutscht. Also es war ein bisschen komisch, während ich da so lag und aufgeschnitten wurde. Und vor allem die Geräusche, Alter. Oh, die Geräusche waren echt ekelhaft. War das eigentlich Knacken oder Flatschen? Nee, oder? Du hörst halt echt so ein Schnittgeräusch, aber nicht wie wenn du Papier zerschneidest, sondern wirklich so, wie du dir halt vorstellst, sowas Massives, so richtig ekelhaft, Alter. Und dazu noch so eine, weiß ich nicht, ich hab's ja nicht gesehen, aber so eine Kreissäge, so eine winzig kleine oder so. So ein Zzzz die ganze Zeit. Und das habe ich im Stream auch erzählt, vielleicht lachst du da mehr drüber, ja. Aber jedes Mal, wenn er dieses Zzzz angemacht hat, hat so ein Gerät neben mir so ein Tütü, Tütü, immer so ein Sound gemacht. Und beim letzten, wahrscheinlich als er es ausgemacht hat, hat es auf einmal wie so ein Game-Over-Screen Tütütü gemacht. Und ich habe richtig Angst bekommen auf einmal, weil ich dachte, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen. Das ist ja wirklich, so die Hölle. Man würde so am liebsten permanent wissen, was macht der Arzt gerade, ja, und so weiter. Aber nein, du kriegst nichts mit, außer, ups, oh, das sieht nicht gut aus. Hoppala. Ja, genau das. Das ist so schlimm. Und mittendrin noch so, unglaublich. Da weißt du halt auch nicht, ist das jetzt was Gutes, ist das was Schlechtes? Naja, aber er hat es geschnitten wie ein Heichelheimer Klo, es wird schon alles gehen. Wie ein Heichelheimer Klo, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Wie schneidet man die denn, TM? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil Klöße halt so weich sind, kann man ganz sanft durchschneiden. Aber die Wunde oder die Narbe, die Stichbla, wie nennt man das? Das ist ja noch keine Narbe. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel größer, als ich dachte. Zum Glück mache ich mir da nichts draus, aber es hat mich ein bisschen verblüfft, als ich dann doch so 12 Zentimeter oder sowas gesehen habe. Boah, unironisch, ich hoffe halt, das wird wieder. Ja, wird schon. Ja, aber wie ich halt mal Kloß ist halt geil. Das ist ja so ein richtiges, weiß ich nicht, Klischee von irgendeinem Dorfarzt. Ja. Richard Lustikus ist das. Also, mir fällt auch gerade nichts ein, was man so sagen kann. Flutsch wie ein Thüringer Roster, keine Ahnung. Sowas in der Art, aber ist nicht gut. Kurz bevor er fertig ist, also so die letzten Schnitte, die er gemacht hat, habe ich plötzlich auch so dieses typische, wenn dir die Hand eingeschlafen ist und die wacht wieder auf, da kribbelt es ja so. Mhm. Und das habe ich noch während der Operation in der Hand gemerkt, da habe ich auch nochmal richtig Schiss bekommen. Na, du warst ja lokal betäubt, ne? Ja. Es hat auch echt eine halbe Stunde gedauert, bis mein Arm nicht mehr zu spüren war. Und das war so weird, Alter. Der lag halt neben mir. Und ich konnte den bis 2 Minuten vorher, konnte ich die Finger noch bewegen. Und auf einmal ging nur noch der Kleine. Und dann hat er den so über mein Gesicht drüber genommen und auf der anderen Seite mit so einem Gurt am Bett festgebunden. Und das war so weird, weil es war halt mein Arm. Aber ich habe den gesehen vor mir, aber es war nicht mein Arm mehr. Das war ganz komisch. Schon witzig. Ich denke, dieses Kribbeln wird sicherlich mit dem Nerv zu tun haben, der da irgendwie durchtrennt wurde. Keine Ahnung, durchtrennt. Nee, dann kribbelt er, glaube ich, nicht mehr. Na gut. Dann tut er nur noch an der Trennstelle weh. Zumindest stelle ich es mir so vor. Wenn wir Mediziner hier haben, schreibt bitte cool in den Chat. Ja. In den Chat vor allem. Nice, müssen Sie schreiben. Nice war's, genau. Ja. Ja, ich habe noch ein paar Themen, falls du nichts mehr wissen willst von meinem tollen Arm. Ich will davon alles wissen. Okay, also am nächsten Mittwoch gehe ich nochmal zur Nachkontrolle. Wie gesagt, Freitag war ich schon da. Da habe ich die Wunde gesehen, Mittwoch Nachkontrolle. Und den Mittwoch darauf werden die Fäden gezogen. That's it, hoffentlich. Okay, ich hoffe, das wird gut. Du hattest lokale, aber nicht irgendwie Beruhigungsscheiß oder so, sicherlich. Nee, aber ich habe sehr wenig gepennt davor. Ich glaube, das war schon gut. Okay, das hatte ich wenigstens bei meinen Weisheitsszenen. Weil das ist dann halt einfach dieselbe Sache. Ne? Du kriegst, da haben die mir Beruhigungstablette gegeben. Dann haben die mir in den linken Arm. Und jede Krankenschwester und jeder Krankenpfleger sagt zu mir, ja, sie haben so richtig geile Vene. Die kann man so richtig gut sehen. Da kann man richtig gut Blut abnehmen oder irgendwas injizieren. So. Und bei der Weisheitszahn, die mir da dieses Beruhigungsscheiß injizieren wollte, ich war die ganze Zeit so,
Whoops, verfehlt. Whoops, schon wieder. nicht getroffen. Oh, Alter, fuck. Alter, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich komplett vergessen. Das war bei mir so ähnlich. Man kriegt ja hier auch so eine Kanüle in den Arm gewamst. Und dann ballert die dadurch dieses Betäubungsmittel rein. Und ich weiß nicht, ob die da noch nicht so erfahren war, aber die hat das da drauf gedrückt. Und ich habe halt nur so halb hingeguckt. Aber auf einmal kam es so mit übelst viel Druck zur Seite weggespritzt und hat mich so im Gesicht und am ganzen Körper erwischt. Dieses Betäubungsmittel. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber sie da so, huch, Entschuldigung. Und dann, was sage ich dann? Ist das jetzt schlimm gewesen, dass das passiert ist? Sollte ich mir das aus dem Gesicht wischen? Ja, aber das Gute ist, wenn dieses Berührungsmittel einmal drin ist, dann wandert so ein von links nach rechts durch den Körper. Ab dem Moment kriegst du Filmrisse und wirst unglaublich lustig. Für dich selbst. Ja. Ich habe immer nicht verstanden, warum die immer meine Witze nicht lachen. Und der Rest ist ja History. Und dann sind die mit dem Presslufthammer in mein Maul rein. Aber das ist eine andere Story. Ich weiß ja. Also beim Weisheitszahn habe ich auf jeden Fall auch mehr Respekt, weil alle, die ich da bis jetzt erlebt habe, immer gelitten haben wie Sau. Meine Schwester war die Schlimmste. Die lag ja irgendwie 5 Tage damals in meinem Bett noch in Erringsdorf. Und hat da irgendwie die ganze Zeit Blut gehustet und so. Das war ganz toll. Also. Ich hab dann so Brokkoli, Kartoffel, Möhre gekocht, so ein bisschen Pfeffer, Salz, klar, und dann so durchpüriert. Und das habe ich mir dann irgendwie 3 Tage lang irgendwie versucht, in diese kleine Öffnung, die mein Mund noch machen konnte, reinzupflegen. Ja. Geil. Was auch geil ist, ist der Film Suzume. Den habe ich gesehen, den möchte ich an dieser Stelle empfehlen, obwohl der wahrscheinlich schon gar nicht mehr läuft, weil so Anime-Filme kommen immer nicht so lange im Kino. Aber vielleicht kommt er ja bei euch im Pott ein bisschen länger, da kannst du schön mit der Jessi auch nochmal reingehen. Ich bin nicht mehr lang im Pott. Du? Ja. Ist Köln nicht auch Pott? Nein, Köln ist nicht Pott. Was weiß ich, ist für mich alles Pott da hinten. Ist egal. Ja, ich weiß. Also Suzume, hast du Your Name damals gesehen? Das ist auch bei dem Film ist ganz wichtig, wenn ihr den guckt, schaut auf keinen Fall den Trailer, okay? Nein, habe ich nicht. Das ist Everything Everywhere, was du jetzt sagst. Aber egal. Ja, gut, dann ist das egal. Aber kann man sich angucken. Er hat ein Mega-Orchester, was so richtig einen wegballert. Und es hat. Ich spreche jetzt einen kleinen Spoiler aus, ja, für die nächste halbe Minute. Es hat halt eine Stelle, wo ich eine Emotion gespürt habe, wo ich gar nicht wusste, dass ich das kann. Weil ich ja gerade auch hier im Podcast und so immer mit so schlechten Events immer so ganz zynisch umgehe, ja. Und so, ja. Und in Japan gibt es ja Erdbebenprobleme und Fukushima, ne? Kennt man ja. Und das wird da halt im Subtext in diesem Film verarbeitet. Und es gibt da halt eine so eine Stelle, wo das so nochmal aufgegriffen wird, die Vergangenheit davon. Und da habe ich so ein übelst intensives Gefühl erlebt, von wegen, wie krass muss das für die Leute sein, die das erlebt haben, die da Leute verloren haben, die das jetzt sehen. Und das hat mich so in den Sitz gepresst, dieses Gefühl. Und das fand ich richtig krass. Geil, du wirst langsam groß und kriegst richtig Emotionen. Ekelhaft. Ja. Aber nice, auch das sonst, spricht ja absolut für den Film so. Auch sonst absolut schöner Film. Also wirklich die ganzen Bilder, das sind alles. Da kann Van Gogh kann schön kacken gehen, kann der. Das ist wirklich einfach nur schöne Gemälde. Moment, kann auch Cranach kacken gehen. Lukas? Weiß ich nicht. Ja. Der ein Gemälde gemalt hat, wo sich so ein Klimamensch mal dran geklebt hat. Ah, okay. Kann der kacken gehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber der war bestimmt häufiger mal. Lukas Cranach ist schon ein bisschen länger tot, ja. Okay. Und der hat ein Bild gemalt und das hing irgendwo und da hat sich so eine Alte dran geklebt, die sich auch irgendwie mal auf Straßen geklebt hat. Und das ist jetzt, und das ist hier ein Stand 26.04., die erste Person, die 4 Monate lang Knast muss wegen Klimaaktivismus. Was ist da denn los? Wegen Kleben oder was? Allen möglichen. Wegen Straßenblockade, ne? Nötigung, ja. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Ja. Gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Witzig, das hatte ich auch mal. Muss ich nur 20 Arbeitsstunden für machen. Warum kriegen die da 4 Monate Knast für? Na, weil du wahrscheinlich einsichtig warst. Was war deine Sachbeschädigung? Ist verjährt. Wir haben uns auf einen Gipsreh gesetzt. Oh, das ist, sag mir was. Ja. Und das ist leider dabei umgefallen. Wir haben es abgestritten und wir hatten witzigerweise, wir haben dabei mit so einer alten Digicam haben wir Fotos gemacht und auch im Moment des Abbrechens gab es ein Foto. Das hat die Polizei zum Glück nie gesehen und es ist aber auch leider verschollen gegangen. Ich glaube, in der Angst hat das damals Nils oder wer das war verschwinden lassen.
Das würde ich zu gerne sehen, dieses Foto im Moment des Abbrechens von diesem, da sind halt wirklich einfach bei diesem riesigen Gipsreh, sind einfach die Beine weggebrochen, während wir da zu dritt drauf saßen. Das war so gut. Dann war es aber ja, auch fahrlässig und nicht wirklich beabsichtigt. So. Ich wollte es ja nicht kaputt machen, weil da sicherlich ein Rumeiern. Ja, so, natürlich. So auch strafmildern und die Absicht dahinter. Ja, ich weiß ja nicht, was sie jetzt konkret alles gemacht hat. Ich finde es natürlich schwierig. Ne? Also auf einer gewissen Art und Weise hast du ja absolutes Recht hier zu auch zivilen Ungehorsam und so ein Shit. Aber klar, wenn dann Sachbeschädigung ist, dann wäre es ja auch wieder ein bisschen komisch, wenn es nicht bestraft würde, nur weil es für einen vermeintlich guten Zweck ist. Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, diese ganze aktuelle Klimademonstrationsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du, also jetzt war ja irgendwie wieder Berlin ganz, ganz doll und die wollen das jetzt irgendwie so lange lahmlegen, bis die ihren Willen durchkriegen. Mhm. Nicht zweischneidig. Könnte jeder machen mit seinem Interessen. Auf der anderen Seite mehr Gas beim Klima. Ja, ja, ja. Es ist schwierig. Ich leg mich da nicht fest, ist klar, ne? Ist wichtig. Ja, also ich glaube natürlich hätte es irgendwie sehr viel mehr Effekt, wenn weltweit plötzlich alle sagen, wir streiken jetzt eine Woche, aber das wird halt nicht passieren. Weltweit insbesondere nicht, weil wir ja so mit das wird auch deutschlandweit gemäßigste Rechts, wie sagt man hier, Exekutivsystem haben oder was. Ich meine, 4 Monate, meine Güte. Ja. Mach das mal in Schurkenstaat hier einfügen, XY. Ja, habe ich auch wieder irgendwas gelesen. Ich weiß nicht mehr, welches Land das war, Alter. Das ist nicht Senegal. Irgendwas mit S, Alter. Da ist einer zum Tode verurteilt worden, weil der ein bisschen Cannabis mit reingelotst hat ins Land. Das ist so hart da. Ui. Nicht machen. Ja. Und da habe ich dann eine witzige Geschichte drunter gelesen, dass irgendjemand auch in dieses Land geflogen ist und das wusste, dass die da so streng sind und hatte so irgendwie so Globuli-Pillen oder irgend so eine Scheiße, ja, so eine Scheiße von seiner Mutter mit und hat richtig Angst bekommen. Das finde ich schon witzig. Ja gut, jetzt natürlich die Frage, ne? Wird das jetzt, also wird das nach Wirkstoff bewertet oder nach könnte sein Wirkstoff, wie das bei Globuli der Fall ist? Tja, kannst du ja vorher nicht sagen, bei weniger Rechtsstaaten. Naja, aber lass uns nochmal über geilere Sachen reden. Guck mal, KI, das ist doch dein Thema. Intelligenz, damit kennst du dich doch aus. Nee, auch nicht. Also das ist hoffentlich, also das würde ich gerne von vornherein aufräumen. Das ist so das schlimmste Schicksal, das mir als Informatiker zuteil wird. Der Fakt, dass ich so kacke in Deep Learning, Machine Learning, KI und so weiter bin, gerade diese scheiß statistischen Verfahren. Ey, ich wünschte einfach, dass ich da nicht so ein Brett vom Kopf hätte, dann könnte ich richtig was reißen, aber nein, das ist genau die Sache, die ich nicht gut kann. Das ist genau die Scheiße, auf die du Bock hast. Halt nicht. Okay. Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass ein viraler Hit rumging, ein Song, ein AI-Song von Drake und The Weeknd. Die kennst du eventuell, zumindest The Weeknd, denke ich mal, wirst du kennen. Blinding Lights, kennst du vielleicht. Ja, ja, ja. Gut. Ich weiß ja, die haben diesen Song und der ging vorab und so, aber ich habe den, glaube ich, bisher noch nicht gehört. Und da haben halt alle einen Riesenfass aufgemacht, weil krass, Alter, das klingt wie echt und wenn das KI machen kann. Aber es kam natürlich raus, dass es ganz so nicht ist, denn nur die Stimmen sind quasi KI. Alles andere ist schon, also der Song ist von einem Menschen gemacht. Es wurde halt nur alles, was gesungen wurde, und das klingt halt wirklich krass nach den echten Stimmen, wurde KI generiert. So. Ja, aber das Ding ist, on the long run, also... Natürlich, früher oder später wird das passieren wahrscheinlich, ja klar. Was wird passieren? Man wird auf Knopfdruck ein Album beliebiger Länge erzeugen können. Ja. Und ich frage mich... Also am Anfang habe ich mir noch mehr so in die Richtung gedacht. Wir hatten ja, als ChatGPT noch einigermaßen neu war, ein bisschen drüber gequatscht, dass das nicht wirklich aufzuhalten ist, aber inzwischen merke ich es auch selbst, wie gesagt, wenn man so, das war am Anfang ganz lustig, so Chat- oder KI-generierte Texte rumzuschicken und haha, aber das wird irgendwie sehr schnell langweilig. Man will dann wieder zum Echten zurück. Jetzt ist die Frage, vor meinem Fenster kämpft gerade eine Krähe gegen eine Elster. Na, immerhin kein Mensch gegen einen Mensch. Bei mir kämpfen ja nicht, manchmal vor dem Fenster Katzen, Alter, das ist übelst laut. Ja, habe ich einfach gesehen, da habe ich bei dir, ich gucke, also übelst schreien,
Ich gucke aus dem Fenster, also wirklich Schmerzensschreie, dachte ich, ne? Ich gucke aus dem Fenster, sehe so Nachbarn, die das aus dem Winkel nicht sehen konnten, was da vor sich geht. Guck so raus und es sitzen einfach nur zwei Katzen sich gegenüber und schreien sich an. Ja. So, es ist gar nichts. Und die gucken so, hey, was ist da, was ist da? Und ich so, ja, die, weiß ich nicht, haben da offenbar gerade eine laute Konversation. Jetzt hat die Krähe da draußen irgendwas im Schnabel und die Elster fliegt hinterher. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Außenreporter Herodes wird weiter berichten. Bei welches kann man meinen Wohnort rausfinden, indem man zurückverfolgt, wo um 16.01 Uhr eine Krähe und eine Elster war. Ja, gut, dass du die Zeit noch dazu sagst. Danke fürs Erklären des Witzes. Shame ist jetzt tot. Mhm. Wo waren wir? Ist auch egal. Was AI-Song. Nee, ich finde das schon, also ja, früher oder später wird das passieren. Lass uns mal nicht darüber diskutieren. Doch. Halt's Maul jetzt. Es hat ein Riesenfass aufgemacht, was halt Urheberrecht und so angeht. Ne? Wer hat jetzt die Rechte an diesem Song? Ja, ja, da guckst du nämlich. Ich frage mich, ob es da jetzt Gesetze gibt oder ob es da keine nicht. Gesetze gibt. Aber wird es wahrscheinlich geben. Gesetze gibt, die das irgendwie automatisch abdecken halt, ne? Hm. Ich meine, zum Beispiel wurde der Straftatbestand aus dem StGB Computerbetrug, unabhängig vom Betrug halt, damals eingeführt. Okay. Weil man, wenn man sich von der Maschine verarschen lässt, so von wegen, die hat, so, egal, also Betrug halt, wer wird bestraft, ne? Ja. Und da muss manchmal auch noch Gesetze geschrieben werden. Und ich, klar, das wird jetzt bei künstlicher Intelligenz auch nochmal interessant. Ja. In vielen Gebieten. Ich habe aber immer noch auch so ein bisschen Zweifel, ob das so geil wird, wie man sich vorstellt, wenn du jetzt sagst, klar, auf Knopfdruck Album generieren, das sehe ich auch, aber ich habe jetzt auch rein einiges mit ChatGPT rumgetobt und so. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn es darum ging, irgendwas Neues zu schaffen, das ist halt nicht so geil. Also für mich halt logisch erklärbar, dass klar nimmt sich die KI alles, was schon da ist und macht daraus etwas, was genau nach all diesen Sachen klingt. Aber so neue Impulse rein, wo soll das herkommen? Weißt du? Also ich weiß nicht, ob vor 50 Jahren, als halt überall Rock'n'Roll-Musik war, da wäre bestimmt nicht Dubstep erfunden worden von der KI, oder? Wenn das reingefüttert wurde. Also das kann man schwer sagen, weil es in den 50er Jahren keine KIs gab. Ja. Zumindest keine vergleichbaren. 50er Jahre. Gab es da schon irgendwas, was man irgendwie in der KI nennen könnte? Nein, es ging jetzt halt nur darum, was halt gerade so die Musik war, die es gab. Es gibt ja so viele neue Genres in der Zeit. Die gab es halt damals nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine KI schafft, solche Genres in der Form zu entwickeln. Weil das ist ja was. Ja, mach. Hängt ja von der Generalisierung, beziehungsweise von der Abstraktionsebene ab. Wenn du sagst, schreib mir Rocksong, kriegt das hin, aber schreib mir Musik. Ja. Und da, es müsste halt verstehen, was ist Musik? Er müsste wissen, was ist da und was ist vor allem noch nicht da. Und da müsstest du, das Ding ist, wenn du sagst, also das ist ein bisschen die Kritik, die ich habe, wenn du sagst, okay, ChatGPT scheitert dort und dort und dort, das ist ein Ist-Zustand. Und das entwickelt sich so rapide. Also, beispielsweise für jede Zahl fällt dir die nächste Zahl ein, auch wenn die noch nie jemand gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, das kann auch, wenn man das jetzt, sag ich mal, boah, ganz blöd, eine Abbildung von Zahl auf Genre, müsste ja gehen, so. Hm. Wenn man sagt, ich kann Genre 1 bis 200 generieren und die klingen so, wie klingt das 201. Genre? Es dürfte dann nicht sein wie die ersten 200, sondern halt völlig anders. Die Frage ist, wäre das dann völliger Bullshit? Dann hätte die KI noch nicht verstanden, was Musik ist. Oder ist es etwas völlig Neues? Oder zweiter Punkt, ist es was doch so klingt wie die ersten 200? Oder ist es wirklich was völlig Neues, was es noch nicht gab? Und dann ist natürlich die Frage, wie klingt es fürs menschliche Ohr? So, und bis der das einer KI beigebracht hat, geht wahrscheinlich sicher noch ein bisschen Zeit ins Land. Oder auch nicht, weil wir sehen ja, wie rapide das teilweise geht. Ich bin auf jeden Fall keiner, der sagt, das wird niemals passieren oder so. Ich sage nur, dass ich es für eher unwahrscheinlich halte, dass es geil wird oder halt, dass sich eine KI geile, kreative, neue Sachen ausdenkt, sage ich mal so. Sondern halt eher sehr gut darin ist, alles, was schon da ist, zu kombinieren. Aber ne, ich werde da bestimmt eines Besseren belehrt, bin ich auch offen für. Ich weiß nicht, hast du schon mal so ASCII-Art machen lassen? Oder ich glaube, eins hatte ich auch in die Oase gepostet. Das war so eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe probiert, ob mir das Ding irgendwie Bilder zeichnen kann. Und habe ich es mit ASCII-Art probiert. Und das war, ja, wir wissen, Scheiße. Also die schon mal probiert haben, völlig. Ja. Der hat dann irgendwie ASCII-Art gemacht. Was ist das? Ja, das ist eine Katze. Ja, und ich sage, okay, mach mal eine Eule. Und das war dann einfach eine langgezogene, in Anführungsstrichen, Katze. Ja. Also so halt noch. Ne? Naja, und ich habe gesagt, mach mal ein durchgestrichenes Hakenkreuz und da kam dann eine Merkel-Raute bei raus. Das ist schon auch witzig. Also so ein Drachen
Viereck. Keine Merkel mit ihren Händen. Ja, die Frage ist, gut, bei ChatGPT war es ja so, man ist zuerst völlig beeindruckt, so krass, das gab's halt noch nie, und dann guckt man so, und jetzt probiere ich mal, ob du das auch hinkriegst. Und wenn man da, also wenn man halt ein Sprachmodell das nicht malen kann, so. Ja. Es kann noch nicht alles, aber die Frage ist, wie gesagt, was ist, wenn man das dann mit all den Sachen verbindet? Was ist, wenn das Ding Zugriff aufs Internet bekommt? Was ist, wenn das Ding plötzlich Zugriff auf Wolfram Alpha oder so bekommt und Mathe kann und so weiter? Hm. Ja, da wird noch viel passieren die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Was nicht mehr viel passieren wird, ist Content innerhalb dieses Podcasts, weil wir sind durch. Oder schade, hast du noch was ganz Schlimmes? Ach, ja, nee, dann wollen wir auf einige Stunde machen, ja? Naja, immer eigentlich, dachte ich, aber... Ja, eigentlich ist gut. Na, Tino überzieht dann halt immer mit seinem Scheiß, ne? Jetzt ist noch ein Song rein. Wenn du noch was hast, dann hau raus. Warte, ich... Nee, nix von mir. Ich kann dir sagen, dass innerhalb von Spanien und Asien jetzt wieder der heißeste April aller Zeiten gemessen wurde. Wir freuen uns alle. Aber der deutsche bzw. mitteleuropäische Frühling war ganz schön feucht, oder? Der verhältnismäßig. War feucht. Das ist erstmal gut, feucht. Ja, war er tatsächlich, aber ja, wie gesagt, Spanien hatte irgendwie schon 39 Grad, Spanien hatte irgendwie um 5 Grad jetzt den letzten Rekord geschlagen vom Alter. April, ist schon stark, und es gibt dieses El Nino Event, das da irgendwie alle ungefähr 4 Jahre passiert, dass da der Fluss, das, ich frag mich nicht, ne, also irgendwie die Meere verballern sich da und dadurch wird es nochmal extra warm. Also alle 4 Jahre gibt es quasi dieses Event im Schnitt, was es nochmal begünstigt. Okay. Und das ist wohl dieses Jahr auch am passieren. Oh. Gucken wir mal. Wird interessant. Also hier, wenn wir ehrlich sind, es wird nicht nur jedes Jahr schlimmer, es wird jedes Mal schlimmer als erwartet. Schlimm. Ja. Also El Nino, spanisch für Junge, das Kind, hier konkret das Christuskind, das Auftreten ungewöhnlicher, nicht zyklischer veränderter Meeresströmungen im ozeanografisch-meteorologischen System des äquatorialen Pazifiks. Aha. Übrigens, ich glaube, du meinst Ninjo, weil über diesem N eine Schlange ist. Ja, ist eine Schlange drüber. Das ist ein Enje, glaube ich. Und das spricht man auch so aus, wie in dem Wort Jalapeno. Mhm. Oder wie in El Niño, das, was wir mal, also die Robe, die der Vatikan hat, egal. El Niño hätte ich sagen sollen. Ja, oder Jalapeno. Ah, oder wie bei Jalapeno. Ja, okay, gut. Man merkt, es wird dünner. Ja. Gut, Julian Zietlow war noch so ein Aufschrei, hat mir Außenreporter Wachsel berichtet, bin ich leider nicht so drin, irgendwie, der hat was Weirdes gemacht, ist in Thailand oder so, was in Thailand ist noch nie was Weirdes passiert. Ich weiß auch nicht, ob der Sohn von Sonja Zietlow ist oder ob das ein Zufall ist, ist irgend so ein Fitness-Influencer, das wollte ich nur mal erwähnt haben, wenn es euch interessiert, dann googelt mal nach. Ansonsten, was ich hier noch stehen habe, aber wo ich nicht gut drin informiert bin, Berlin hat jetzt eine GroKo. Oh ja. Fanden einige aus der SPD nicht so cool, weshalb der Dude, ich weiß seinen Namen, aber ihr sollt sagen, erst im dritten Wahlgang gewählt werden konnte und vieles mehr. Hm. Was geht man der Woche? Nicht so viel. Nee, ist jetzt schon wieder echt die ganze Zeit hier am Dümpeln, muss ich sagen. Also da muss jetzt langsam mal wieder ein Großevent, da muss mal wieder irgendwie ein Flugzeug abstürzen. Alle schauen dir die Ukraine. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr du da into bist, aber da heißt ja jetzt auch schon eine ganze Weile, die wollen jetzt richtig, richtig Boden gut machen. Ja, aber das sagt man ja auch immer so, vielleicht sind das Ablenkungsmanöver, weißt du? Vielleicht sagen sie, beschützt mal eure Krim genau, damit sie dann halt aber im Norden irgendwie wieder zurückschlagen können oder so. Das sind ja alles immer so schwammige Sachen. Eine witzige Sache, die mir gerade noch einfällt, irgendwie hat Apropos Ukraine-Krieg, eine witzige Sache. Ja, nee, Ukraine-Krieg, da sind wir durch. Das ist wirklich, Halbwertszeit ist rum. Das interessiert doch keinen mehr. Nee. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall im Gedächtnis behalten. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Ich meine nur, dass wir es nicht explizit ansprechen müssen. Oder gab es da jetzt das eine große Event? Das eine große Event gab es nicht. So, das eine große Event gab es aber in Norwegen und Schweden, denn die Schweden haben irgendwie so eine Research-Rakete gestartet und die ist aus Versehen in Norwegen gelandet, also zu Bruch gegangen. Es wäre schon witzig, wenn dann so ein Krieg vom Zaun gebrochen worden wäre, so was? Nee. Natürlich nicht, aber es ist witzig.
ist jetzt auch vor einem viertelhalben Jahr eine ukrainische Rakete, eine ukrainische Flugabwehrrakete ist ja in Polen gelandet, hat da Leute umgebracht. So. Ja. Ist ja zum Glück, Alter, auch kein Krieg ausgebrochen. Ja. Ich glaube, so viel Augenmaß hat man dann schon. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ist halt tatsächlich so ein bisschen so. Ist natürlich nicht geil. Also wir geben der Woche eine 2. Eine 2. Wann waren eigentlich die letzte richtig geile Woche? Irgendwie gefühlt die letzten Wochen waren alle irgendwie so. Ein ja, aber dazwischen war plötzlich. Ich höre dich nicht, die Musik ist so laut. Tschüss. Scheiß Fans, scheiß Fans.